Das sieht doch eigentlich. Oh, jetzt muss ich mit dem Lach schon wieder labern. Oh, es tut mir leid, eigentlich mag ich dich. Aber dieses Hin und Her. Tja, sorry. So, meine lieben Zugucker, ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Fallout 4, Part Nummer 114. Wir haben es geschafft, Enrico Thompson erst einmal sicherzustellen vor den Minutemen, bevor wir hier irgendwie einfach reingehen und ihn platt machen. Das war vielleicht gar nicht mal so schlecht. Hoffe ich. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es wirklich nicht. Wir holen uns hier mal das Buffon und die Patrone und hier das Gwinnett und gehen. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich hänge fest. Okay, holen uns erstmal unsere Superwaffe. Können wir hier noch irgendwas nachladen? Nee, ne? Haben wir alles nachgeladen. Okay, pass auf, wir machen das hier. Die haben wir im Anschlag. Ach krass, das ist ein richtiges Gebäude, wo man rein kann. Okay, da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Ich bin auf deiner Seite, Enrico Thompson. Glaube ich, zumindest. Also, ab. Hi! Dr. Thompson! Oh, Gott sei Dank bist du hier. Ja klar. Ich hatte schon Sorge, dass uns die Sache hier über den Kopf wächst. Niemals. Wie ist denn das genau passiert? Ich bin nicht für Außeneinsätze geeignet, das habe ich immer wieder gesagt. Und sie haben mich trotzdem geschickt. Oh, es gab keine Anzeichen dafür, dass Wallace jemanden kontaktiert hatte. Oder dass er wusste, dass wir ihn beobachten. Wenn ich das gewusst hätte, dann... Ich weiß nicht. Dann hätte ich vielleicht versucht, die Sache anders anzugehen. Okay. Ich weiß, dass er möglicherweise für Phase 3 wichtig sein könnte. Aber ich weiß nicht, ob es sich dafür lohnt, uns in Gefahr zu bringen. Ja, und wieso wurdest du jetzt geschickt? Warum hat das Institut ausgerechnet dich geschickt? Sie dachten, ich könnte als Wissenschaftler eine Verbindung zu ihm aufbauen. Ich weiß, dass sie ihn schon seit Jahren beobachten. Keine Ahnung, wie sie ursprünglich auf ihn gekommen sind. Okay. Das will ich vielleicht auch gar nicht wissen. Ja. Aber nachdem sie gemerkt haben, wie schlau er ist und was für eine Hilfe er bei Phase 3 sein könnte, haben sie ihn sehr genau überwacht. Ich glaube, sie haben ihm sogar von Zeit zu Zeit wissenschaftliches Material zukommen lassen. Oh, um zu das sehen, ist aber gut. Wie gut er ist. Du weißt schon, um ihn zu testen, um zu sehen, ob er für das Institut geeignet ist. Holen wir Wallace einfach und verschwinden hier. Okay. Was ist jetzt Phase 3? Was hat dieser Wallace mit Phase 3 zu tun? Wallace ist, nun ja, brillant, den Berichten zufolge. Niemand im Commonwealth kann ihm scheinbar das Wasser reichen. Mhm. Er ist wirklich begabt, was theoretische Physik angeht. Er wäre eine Bereicherung für das Institut und eine große Hilfe bei der Inbetriebnahme des Reaktors. Mit seiner Unterstützung könnten wir das Ganze deutlich beschleunigen. Es gibt da nur ein kleines Problem. Er will nicht mit uns kommen. Ich habe mir gedacht, vielleicht könntest du ja mal mit ihm reden. Okay, kann ich gerne probieren. Hast du einen Tipp, was ich sagen soll? Mach ihn nicht wütend. Erklär ihm, dass wir ihm nichts tun werden. Sein Leben würde bei uns sogar deutlich angenehmer. Okay. Ich glaube, das kriegen wir hin. So, Sünd. Ja. Okay, so viel hätten wir denn. Ich will hier erstmal kurz ein bisschen looten. Also, komm, geh mal fort. Dann kann ich auch hier noch hier runter... Gell? Ich freue mich für dich zu arbeiten, zukünftiger Direktor. Ja, danke. Freut mich auch. Was ist hier? Tür entsperren. Den. Oh, Digga! Ich habe einmal rübergedingst, weißt du? Na, wirklich jetzt? Na, also. Das wär's. So, was haben wir hier? Oh, guck dir das mal an. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen Stuff. Schubpatrone nehme ich immer mit. Cram nehme ich auch mit. Kann man immer mal gebrauchen. Oh, was haben wir denn hier? Kamera. Polunder und Hose brauchen wir nicht. Da ist ein Safe. Den Safe nehmen wir noch mit. Oh, sehr gut. Geschafft. Wunderbar. Komm, die können wir verticken. Ich hätte viel mehr Stuff mitnehmen sollen zum Verticken. Ohne Scheiß. Hab ja alles irgendwie, keine Ahnung. Tesla-Bogen. Also, danke. Aber gibt's hier so. Wenn wir nicht. Tato, was ist hier unten? Superkleber. Superkleber ist immer gut.
Stift jetzt nicht. Coca-Cola-Flasche neben mir. Aber ansonsten ist hier eigentlich nichts, ne? Nö. Okay, dann hätten wir das auch. Kann ich das aufmachen? Nö, kann ich das aufmachen? Tatsächlich. Oh, erstmal scheißen gehen. Sehr gut. So, zwei Stimpacks. Immer gut. Okay, dann hätten wir das, glaube ich, hier unten. Dann können wir doch mal oben zu dem Boy gehen. Komm, lass uns mal... Ah, perfekt, du lässt uns durch. So, jetzt ist die Frage. Wir müssten mal ganz kurz gucken. Was ist denn hier, Charisma war das, ne? Charisma ist die Fähigkeit, andere zu überzeugen und zu verführen. Es bestimmt deine Überredungskünste und verbessert Preise beim Handeln. Wahrnehmung. Wahrnehmung ist es nicht. Erfahrungspunkte du erhältst, das ist auch Bums. Beweglichkeit ist egal. Ja, okay. Wir sind viel zu stark, ehrlich gesagt. Okay. Was war es jetzt? Charisma. Haben wir irgendwas für Charisma eigentlich? Jetzt mal ehrlich, haben wir irgendwas für Charisma? Das wäre ganz nett. Hier. Oh! 3 plus 3. Okay, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Sollten wir uns merken. Das können wir uns auch nehmen. Gwyneth erstmal reinzimmern. War da noch was? Nee. Ah! Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall gleich das Gwyneth. Warum ist denn hier Gwyneth Brew? Aber erst, wenn wir bei ihm drin waren. Hoppala. Und den Tischventilator nehmen wir, wie gesagt, mit. Den können wir immer gebrauchen. So, was haben wir denn noch hier? Fusionszelle. Was ist das? Leere Gürbe. Was? Mit Weidenmuster. Komm, das sieht eigentlich ganz... Ah, nein, nein, nein. Ich glaube, ich habe mich verdrückt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte mich nicht verdrücken. Ich wollte nicht raus. Ah, scheiße. Oder hätten wir doch rausgemusst. Ja, sollten wir uns vielleicht mal merken. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen looten. Tatsächlich. Gibt es irgendwas? Aus dem kaputtes Haus? Ja, Putzmittel brauchen wir jetzt nicht. Okay, ah, so kommen wir da rein auch. Okay. Ja, komm, dann gehen wir hier wieder. Gehen wir hier wieder so rein. Dann, Mann! Ist der denn? Der ist ja hier drin. Du freust dich bestimmt zum neuen. Ach, da ist der! Okay, ich habe die Tür nicht gesehen. Gut, dann nehmen wir das mal. Wallace? Ich bin hier, um mit dir zu reden. Du bist auch einer von denen, oder? Ein Roboter? Nein, ich bin kein Roboter. Bist du okay? Wurdest du verletzt? Ich habe mich im Badezimmer eingeschlossen, um Killerrobotern zu entkommen. Natürlich bin ich nicht okay. Das kriegen wir hin. Ich habe all die Geschichten gehört. Ich weiß genau, was Leuten passiert, wenn das Institut auftaucht. Aber mir wird das nicht passieren. Hä, warum denn? Was kann ich sagen, um dich davon zu überzeugen, dass wir dir nichts tun werden? Dass ihr verschwindet und nie wiederkommt. Das kann ich nicht. Kann ich sarkastisch sein? Genau, wir sind hier, um dir deine Nieren und deine Erinnerungen zu klauen. Deshalb verschwende ich jetzt auch meine Zeit und rede durch eine Tür mit dir. Das ist nicht lustig. Das alles hier ist nicht lustig. Ich fand das tatsächlich sehr lustig. Hey, beruhig dich einfach, okay? Ich will nur mit dir reden. Gut. Ach, das hat geklappt. Wunderbar. Was willst du von mir? Sind wir bereit zu helfen oder wir brauchen seine Hilfe? Wallace, wärst du bereit, dem Institut zu helfen? Helfen? Dem Institut? Aber sind die nicht, ich meine, die Bösen? Quatsch. Das Institut steht vor einem ingenieurtechnischen Problem, bei dem deine wissenschaftlichen Kenntnisse weiterhelfen könnten. Na also. Im Gegenzug für deine Hilfe würdest du Zugang zu einer Forschungseinrichtung erhalten, die moderner als alles ist, was du dir vorstellen kannst. Jeder Forschungsbereich, an dem du dich versuchen willst. Alles ist dort möglich. Das kann ich dir versprechen. Und du wärst auf eine Weise geschützt, die es nirgendwo sonst gibt. Ich glaube, es gibt eine bessere... Okay, eine bessere Welt oder eine bessere Option? Ja. Du würdest uns helfen, eine bessere Welt zu schaffen. Das hört sich gut an. Okay. Okay, in Ordnung. Ich komme mit. Na also! Je schneller wir hier rauskommen, desto besser. Danke. Ich meine, danke für die Unterstützung. Ist kein Ding. Leck mich. Gerne doch ihn reinbringen. Du bringst ihn sofort rein, oder? Oh ja. Ich will nicht, dass er sich nochmal anders überlegt. Wir sehen uns im Institut.
Okay, das haben wir. Das war ja easy. Kommst du jetzt raus? Hä, hey, Tür unzugänglich? Flocke, komm, geh mal weg. Hey. Geh mal da rüber. Hier drüben. Flocke! Je schneller wir hier rauskommen, desto besser. Ja, okay, jetzt haben wir. Hä, jetzt haben wir ihn freigegeben, okay. Und warum geht die scheiß Tür nicht auf? Klemmt. Ja, klemmt. Entschuldigung. Je schneller wir hier rauskommen. Alter, what? Direkt ein scheiß Bier getrunken. Entschuldigung. Wie komme ich hier raus? Alter, wie lustig. Meine Fresse. Okay. So, was haben wir jetzt? Was? Wie? Untersuchen? Was? Schnapp dir was Nützliches. Ach, nein. Ich will nicht, dass du hier irgendwie... Ah, fuck, ey. Kaputt. Okay, dann gehen wir mal hier raus und dann kriegen wir wahrscheinlich auf die Fresse von dem Minuteman Boy. Safe, hundertprozentig. Oder? Oder bist du cool? Bist du cool? Hi, General. Hi. Hi. Ja? Nix. Alles gut. Ihr macht nix. Alles ist prima. Wunderbärchen. Dann können wir doch hier raus, oder? Grey Garden. Ist noch nicht abgeschlossen. Und warum zum Fick ist das noch nicht abgeschlossen? Was müssen wir denn noch raussuchen hier? Wir waren doch eigentlich überall, oder nicht? Ich will ja jetzt ungern wieder reingehen, einfach so, weil dann die Ladezeiten gehen mir ein bisschen auf den Sack. Okay, wir können direkt zu Vater gehen, weil er gesagt hat, ja, alles tutti. Sprich mit Vater. Aktivierung. Okay, was haben wir hier? Sprich mit den Siedlern beim County Crossing, Wassermarsch. Was ist das denn? Aufseher White hat mich gebeten. Ach so, das war die Quest. Wo ist denn die Quest, wenn wir die jetzt wegmachen? Wo ist das denn? Oh, das ist ein Stückchen weg. Okay. Okay. Könnten wir machen. Gehen aber mal ins Institut erstmal. Weil da will ich erstmal rein und dann... Ich kann nicht mehr reden. Dann hören wir uns mal an, was Sean zu sagen hat. Nein, das war das Falsche. Hier. So. Und da sind wir wieder. Vater ist mehr als nur... Ja, komm, hallo. Aber jetzt nicht. Sie sind berechtigt, auf meine Vorräte zuzugreifen. Ja, natürlich. Sag, dann gib mal her. Was du so hast. So, was hast du denn schönes? Experiment 18a. 15% höhere... Ah, gut, das kennen wir schon. Was ist das hier? Brauchen wir nicht. Oh, können wir uns mal merken. Aber was ich jetzt auf jeden Fall mal brauche, ist Schrotmunition, die du nicht hast. Deswegen, scheiß auf dich. Dann gehen wir mal hoch und gucken mal, was Daddy zu sagen hat. Ah, da ist er ja schon. Krass. Daddy. Hiya. Ah, da bist du ja. Ja, natürlich. Ich kann nicht ausdrücken, wie erfreut ich bin. Ja, krass, ne? Unser neuer Gast macht sich mit seiner Umgebung vertraut und hat schon mehrere Ineffizienzen in unseren Methoden entdeckt. Mit deiner Hilfe wird Phase 3 bald bereit sein. Ich danke dir. Ja, jederzeit. Wann wird alles fertig sein? Komm. Daran wird ja schon lange gearbeitet. Wann wird alles fertig sein? Dürfte nicht mehr lang dauern. Der Bereich Anlagen hat alles im Griff. Du musst noch eine Aufgabe übernehmen. Und ich glaube, sie wird dir gefallen. Okay. Wir sollten dem Commonwealth mitteilen, dass wir da sind und es auffordern, uns nicht in die Quere zu kommen. Das solltest du übernehmen. Aha. Inwiefern? Von was für einer Bekanntmachung sprechen wir hier? Einer öffentlichen Bekanntmachung für das gesamte Commonwealth, das mit dem Institut nicht zu spaßen ist. Als zukünftiger Direktor fällt diese Aufgabe natürlich dir zu. Aha. Wir haben einige Sätze vorbereitet. Wenn du fertig bist, übertragen wir sie an das gesamte Commonwealth. Benutze das Mikrofon und halte dich an dieses Skript. Ganz einfach. Du schaffst das schon. Aha. Aha. Ich soll die Rede aufzeichnen. Aha. Okay. Und okay, dann komm, lass mal. Seit Jahren habt ihr vermutet, dass es das Institut noch gibt. Dass wir unter euch sind.
Das stimmt. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Wir sind hier und wir sind... Um zu helfen? Ja, um zu helfen. Da, um zu helfen. Unsere überlegene Technologie steht für die Zukunft des Commonwealth. Heute aktivieren wir unseren Atomreaktor, um auch dann noch zu bestehen, wenn die Welt an der Oberfläche nicht mehr existiert. Um der Menschheit eine Zukunft zu geben. Wir möchten uns nicht einmischen in unwichtige Details eurer... Oh, sinnlosen Anstrengungen, persönlichen Freiheit, jämmerliche Existenz eurer täglichen Aufgaben in eure persönliche Freiheit. Das ist doch ganz gut. Persönlichen Freiheit? Wir wollen nur, dass ihr euch nicht in die Aufgaben des Instituts einmischt. Zur Folge hätte das... Unnötige Schwierigkeiten, eure Austausch und drastische Maßnahmen, Tragödie für alle. Unnötige Schwierigkeiten. Ja, komm. Unnötige Schwierigkeiten für uns alle. Seid beruhigt, denn die Zukunft... Sieht rosig aus oder sicher? Komm, sicher. Ist sicher. Und die Menschheit wird unter uns aufblühen. Das sieht doch eigentlich... Oh, jetzt muss ich mit dem schon wieder labern. Oh, es tut mir leid, eigentlich mag ich dich. Aber dieses Hin und Her. Tja, sorry. Es war interessant. Ja, so, weil ich... hatten wir es uns nicht gedacht. Aber die Aussage dürfte bestimmt rüberkommen. Ja, natürlich. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass jeder es hört. Okay. Hättest du Lust auf einen kleinen Ausflug nach Diamond City? Ach du Scheiße, Diamond City, warum da? Was hast du in Diamond City vor? In der Stadt selbst gar nichts. Das ist eine Art Abkürzung. Den Radiosender in Diamond City hören viele im Commonwealth. Ja, das stimmt. Wenn die Leute hören sollen, was wir zu sagen haben, können wir sie so am besten erreichen. Bevor wir die Sendung übernehmen, müssen wir für eine maximale Übertragungsreichweite sorgen. Okay. Mir wurde versichert, dass die nötigen Teile vor Ort sind. Du musst sie nur installieren, um die Sendestärke zu erhöhen. Melde dich, wenn du fertig bist. Bis dahin müssten wir bereit sein. Okay, und so, konfiguriere den Sender neu. Und der ist in Diamond City, oder was? Was soll er sein? Diamond... Oder? Hä? Ach so, das war... Ja, konfiguriere den Sender neu. Diamond City. Ja, okay, da muss ich hin. Na gut, dann gehen wir da hin. Okay. Aber meine lieben Zugucker, dann würde ich nämlich jetzt hier einen kleinen knorkigen Schnitt machen. Und dann gucken wir mal, was in Diamond City abgeht. Ich finde die Quest, die Hauptquest schon wieder ziemlich geil. Ich hoffe nur, dass das Institut uns nicht verarscht. Mein Bauchgefühl sagt gerade irgendwie, wir müssten ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht trüge ich mich da auch, aber keine Ahnung. Weiß nicht, das ist irgendwie alles so aalglatt geleckt. Keine Ahnung. Müssen wir einfach sehen. Vielleicht vertue ich mich auch. Deswegen habe ich die Rede auch sehr, sehr nett gehalten. Und guck mal, da sind wir. Fällt das eigentlich nicht auf, wenn ich hier einfach so rüberflutsche? Nö, ne? Ah, okay. Also, meine lieben Zugucker. Quatsch. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Und dann bleibt gesund. Passt auf euch auf. Und bis dann. Tschüss.